Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und zwar wollen wir den PlayStation 4 Pro oder Slim Standfuß, das ist alles in einem, an die PlayStation 4 anbauen. Und da müssen wir uns erstmal eins von diesen beiden nehmen. Ich habe jetzt natürlich die Pro, also dieser nicht, der ist für die Slim. Der ist für die Pro. Also ihr könnt da ganz leicht erkennen. Ich werde das mal untereinander machen. Das ist die dünne PlayStation, seht ihr ja. Nur zwei Striche ist die Slim. Drei Striche ist die PS4 Pro. Da müsst ihr euch jetzt den Standfußadapter aus... Ich weiß nicht, ob das Adapter heißt, aber ich denke mal, es wird Standfußadapter heißen. Müsst ihr euch jetzt den aussuchen, den ihr wollt. In meinem Fall die Pro, bei euch vielleicht die Slim. Ich weiß es nicht. Dann müssen wir erstmal hier das Plaster abmachen. So. Und dann wo ist die Dicke? Ach, da oben ist die Dicke. Hier. Ja, passt auch wirklich nicht, wenn man die Slim nimmt. Also ich nehme, das ist das Loch für die Slim und ich habe den Adapter für die Pro. Also muss wirklich definitiv so gemacht werden. Jetzt brauchen wir erstmal die PlayStation 4 Pro. Hochkant hingestellt. Und auf der Unterseite, seht ihr das? Da mit dem Kreisdreieck, also X, Kreis, Dreieck, Viereck. Da muss das jetzt rauf. So. Also. So. Wie das richtig halten soll, frage ich mich auch. Ach so, hier ist die Einkerbung. Jetzt hält es richtig. Ah, okay, gut. So, dann ist die Pro. Das Loch da oben. Und dann brauchen wir noch eine Schraube. Dann wird das einfach festgeschraubt jetzt. Mit einer Münze. Ah, sie greift schon. Das ist ziemlich schnell sogar. Ah, so. Und schon ist sie fest. Ich kann auch am Standfuß praktisch direkt hochheben. Und er sieht echt stylisch aus. So. Das ist praktisch die Vorderseite mit dem silbernen PlayStation-Zeichen. Und hier ist jetzt der Standfuß dran. Ne? Ja. Die PlayStation ist wirklich nur da, wo der Adapter ist, auf dem Standfuß drauf. Hier ist noch genug Luft, dass er... Also Spalt, damit sie von unten Luft zieht. So, jetzt stelle ich das mal so hin. Ich werde mal gucken, ob ihr das vielleicht relativ sehen könnt. Ich glaube, ich mache mal die PlayStation ein Stück weit dahinter. So. Da könnt ihr das relativ sehen. Die hat jetzt hier noch genug Luft hier unten drunter. Nehme mal jetzt den Standfuß hier am besten, diesen Standfußadapter. Ja. Dann kann ich euch das zeigen, dass hier noch genug Luft ist, dass die wirklich von unten schön Luft ziehen kann, auch hinten. Jetzt machen wir mal zur Seite. So.
Da seht ihr das nochmal. Und im Endeffekt wird sie dann so aussehen, wenn sie steht. Jetzt so natürlich, irgendwie wirkt die schräg. Also irgendwie wirkt die, als wenn die schräg steht. Guckt euch das mal an. Also für mich wirkt das, als wenn die schräg steht. Ich kann mir jetzt aber auch irren. Aber der Standfuß ist... eigentlich richtig drinne. Oder auch nicht. Der wackelt immer noch her, hin und her. Nochmal abmachen. Der hat nicht richtig gegriffen. Also muss ich sagen, da war der alte Standfuß schneller und besser anzubauen als der hier. Weil mit dem Fitzelchen, was da an diesem Standfußadapter dran ist, damit das hier einhakt und einrastet, dass sich das nicht verschiebt, das ist bescheiden. So. Das ist fest. Also fest ist es definitiv. Aber das hält nicht viel aus. Also die Plastik zerkratzt ziemlich schnell. Das ist jetzt die Unterseite. Einmal nur so ein bisschen bewegt auf den Tisch. Und schon ein Kratzer drin. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also da war der alte Standfuß wesentlich strapazierfähiger als der. Finde ich jetzt nicht so toll. Wieso geht denn jetzt nicht rein? Schrauben wir das mal wieder auf ein neues fest und halte den Standfuß wieder richtig schön fest und drücke ihn nach unten so ein bisschen, damit nicht wieder die Schablone oder praktisch die Unterseite irgendwie verrutscht oder so, wie es eben war. Also da hätte ich mir einen größeren Schlitz gewünscht oder was weiß ich, wo der Standfußadapter einrasten kann. Oh. Also fester geht's nicht. Fester geht's nicht. So, und jetzt gucke ich mir das nochmal an. Ja. Also jetzt steht sie nicht mehr schräg, jetzt steht sie gerade. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied erkennt, aber ich sehe es jetzt jedenfalls so, dass er jetzt gerade steht. Ich bin mal gespannt jetzt über die längere Zeit, wie sich das auswirkt. Ob jetzt die Vibrationen auf die Sideboard übertragen werden, ob die jetzt lauter wird, die PlayStation, ob sie leiser wird. Ich bin da mal gespannt. Also macht einen stabilen Eindruck an sich. Mal überraschen lassen. Also da kann ich jetzt noch gar nichts zu sagen.
Das kann ich euch in den nächsten Tagen sagen oder beziehungsweise in den nächsten Wochen. Ich würde mich dann erstmal verabschieden. Ahoi, sagt euer Odin.